Moin Moin und herzlich willkommen in der Werkstatt Zukunft. Heute sind wir in der Oberschule Rodenkirchen in der Wesermarsch. Rodenkirchen, für diejenigen, die sich nicht auskennen unter uns. Rodenkirchen liegt etwas nördlich von Oldenburg, im Westen der Jadebusen und im Osten die Weser. Eine ganz besondere Landschaft, die von Grünland geprägt ist, aber natürlich auch von der nahen Nordsee mit dem auf der Welt so einmaligen Wattenmeer. Das Thema ist, wie geht umweltgerechte Landwirtschaft? Und weil wir in der Oberschule Rodenkirchen sind, möchten wir mit euch gemeinsam erarbeiten, wie Jugend den Umweltschutz stärken könnte. Bent, ihr wart 2 Tage mit uns in der Seefelder Mühle. 2 Projekttage haben wir zusammen gemacht. Was hat dich am Anfang des Projektes so am meisten interessiert? Ja, mich hat das Moor am meisten interessiert, weil das ja für den Klima so wichtig ist. Für das Klima ist das Moor wichtig. Inwiefern ist das Moor wichtig fürs Klima? Das Moor ist ja dafür da, dass die Kohlenstoffablagerung geringer wird. Das heißt, Moor muss nass. Und gibt es hier noch viel Moor in der Wesermarsch? Eigentlich jetzt, also intakte Moore nicht. Also es gibt immer weniger Moore, ne? Und das haben wir erarbeitet und insofern vielen Dank für euer Interesse. Es hat ganz viel Spaß gemacht, mit euch 2 Tage zusammenzuarbeiten in der Seefelder Mühle. Jetzt starten wir in die Sendung rein. Ich stelle unsere Gesprächspartner, ihr dürft euch jetzt gerne wieder hinsetzen. Vielen Dank. Unsere Gesprächspartner heute sind Gesche Gleuschein aus der Seefelder Mühle. Vielen Dank, dass wir 2 Tage bei euch zu Gast sein durften. Dann ist Dagmar Dierst da aus dem Hof Moorfreude, eine Biolandwirtin, die uns gleich erklären wird, wie sie Landwirtschaft versteht. Dann ist Manfred Meiners hier. Wunderbar, Manfred, dass du da bist, von der Umweltstation Iffens. Jürgen Jansen, ehemaliger Schulleiter, ist hier. Auch dir, moin moin Jürgen. Und Freak, schön, du bist der Klassenlehrer der 9a, der das Projekt mit uns umgesetzt hat. Einen Applaus für unsere Gäste, bitte. Ja, wir haben am Anfang, als Jürgen in das Thema eingeführt hat, umweltgerechte Landwirtschaft, da hat er versucht, das Thema zu öffnen mit 4 Aussagen. Er hat gesagt, es gibt gar keinen Klimawandel. Wer glaubt denn daran? Dachte niemand an die Schülerinnen und Schüler. Dann die Frage, was soll ich schon dagegen machen? Hat sich auch keiner die Frage gestellt. Es soll sich nichts verändern, lass mich bloß in Ruhe. Fand auch keiner richtig gut, aber alle haben sich unter dieser Überschrift versammelt. Jeder kann mithelfen, den Klimawandel zu stoppen. Auch das ist einen Applaus wert, denn wir zeigen in Werkstatt Zukunft heute in der Oberschule Rodenkirchen auf, dass wir versuchen können, den Klimawandel gemeinsam zu stoppen. Einen Applaus dafür bitte. Ich freue mich, dass wir eine ausgewiesene Biolandwirtin hier aus der Umgebung haben. Dagmar Dierst, komm hoch bitte. Wie du magst, jetzt sind noch alle Plätze frei, Dagmar. Du bist Biolandwirtin und du hast ganz besondere Tiere dabei, also nicht dabei, aber auf deinem Hof, Moorfreude in Stadtland. Du hast das bunte Bentheimer Schwein. Genau. Was ist das Besondere an dem bunten Bentheimer Schwein? Bunte Bentheimer Schweine sind eine vom Aussterben bedrohte Haustierrasse. Das wissen die wenigsten und wir haben uns extra für die bunten Bentheimer entschieden, weil die einfach in die Region reinpassen. Es ist so, wie als wenn man Ananas hier anpflanzen würde. Die Bentheimer passen hierher, die sind robust, die haben keine Krankheiten, gute Muttereigenschaften und sie schmecken sehr lecker. Warum hast du dich dafür entschieden, Biolandwirtin zu sein? Für mich war das eine ganz logische Folge. Also um einfach mit der Natur, achtsam mit der Natur umzugehen, einen Kreislauf zu schaffen, die Natur so wenig wie möglich zu belasten und sie gut zu hinterlassen für die nächsten Generationen. Ich habe ja eingangs schon gesagt, die Wesermarsch ist eine ganz besondere Landschaft, ein bisschen eingezwängt zwischen Wasser. Es war hier alles mal Hoch- und Niedermoor, das gibt es so gut wie gar nicht mehr. Inwiefern muss die Landschaft dennoch besonders geschützt werden, auch durch die Landwirtschaft, was sie ja in der Regel nicht tut, die konventionelle?
Also man muss einfach achtsam mit umgehen. Wir machen zum Beispiel das so, wir haben eine sogenannte Frühjahrsruhe. Das heißt, wir mähen das erste Mal im Juni das erste Mal. Das heißt, dass Tiere, dass Rehe, dass Vögel geschützt werden, dass so wenig wie möglich, wir pflügen nichts um. Es wird nur einmal gemäht, es wird nur mit unserem eigenen Mist gedüngt. Also wir nehmen so wenig Einfluss wie möglich auf die Natur und haben keine schweren Maschinen, mit denen wir das Land bearbeiten, sondern es darf einfach ruhen, es darf wachsen, das Heu nehmen wir runter und wir düngen einfach wieder mit unserem eigenen Mist, sodass wir einen schönen Kreislauf haben. Biolandwirtschaft zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass die Bäuerinnen und Bauern eben auch eine hohe Verantwortung fürs eigene Produkt haben. Wenn ich konventioneller Milchlandwirt bin, dann gebe ich im Prinzip die Verantwortung, sobald die Milch das Euter verlassen hat, ab. Dann ist mir relativ schnuppe, was damit passiert. Das ist bei euch anders. Wir sind auch im Rahmen des Projektes auf dem Hof Butendiek gewesen und da hast du uns auch Käse mitgebracht, denn Butendiek ist bekannt und geliebt dafür, dass sie besonderen Käse herstellen, unter anderem. Welchen Käse hast du uns mitgebracht? Das ist einmal Naturkäse, es ist alles Rohmilchkäse, es ist Biolandkäse. Rohmilch ist auch eben ganz besonders gut, auch für unsere Ernährung. Das heißt, der Käse wird nur, oder die Milch wird nur auf 42 Grad nachher erhitzt. Das heißt, alles Gute, was in der Milch drin ist, bleibt erhalten. Es wird nicht alles abgetötet. Dann ist da einmal Knoblauch-Basilikum und Kreuzkümmel oder Kümmel ist nochmal da, genau. Und von deinem eigenen Hof, also der Käse schmeckt sehr lecker, ich kann sie nur einladen, wenn sie gleich hier oben auf der Bühne sind, auch mal zu probieren. Und dann hast du noch eigene Wurst mitgebracht von den Bentheibern? Genau, wir vermarkten direkt, das heißt also, wir haben einen eigenen Hofladen, ich habe die komplette Kontrolle über das Aufwachsen der Tiere, über die Fütterung. Ich bringe sie selber zum Schlachter, habe das Ergebnis nachher vor Augen. Also was du schon eben auch angesprochen hast, ich gebe nichts ab, sondern es ist alles in meiner Hand und ich stehe mit meinem Namen hinter diesem Produkt. Und da habe ich halt eine Mortadella, eine Fleischwurst mitgebracht von unserem bunten Bentheimern und eine Salami. Darf ich da auch mal probieren? Gerne. Das Thema Tierwohl liegt mir noch am Herzen. Also industrielle Landwirtschaft hat ja und lebt ja nur von großen Stückzahlen. Wie viele Tiere hast du? Wir haben immer um die 20 Tiere, sodass wir alle 14 Tage schlachten können. Das Tolle bei den bunten Bentheimern ist, dass die Variationsbreite sehr groß ist, also beim Wachsen. Es gibt welche, die sind schnell am Futternapf und nehmen ein bisschen schneller zu, so wie bei uns Menschen auch. Und andere bleiben ein bisschen schlanker. Und die dicksten, die gehen dann halt das als erstes zum Schlachter und genau, das ist das Tolle einfach dran. Hast du schon einen Tipp für die Schülerinnen und Schüler, wie sie sich persönlich dafür einsetzen können, den Klimawandel, die Klimakrise zu stoppen oder ein bisschen zu verlangsamen? Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, die wir machen können. Es ist einmal, wenn ich achtsam umgehe, das heißt, ich wenig Müll herstelle oder wenig Müll abgebe, viel in wiederverwertbaren Produkten oder Verpackungen was kaufe. Ich kann mit dem Fahrrad fahren. Ich muss nicht jedes Jahr, nach Südafrika fliegen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und vielleicht einen kleinen Acker zu Hause anlegen, dass man sein eigenes Obst und Gemüse anbaut. Es gibt ganz, ganz viel und ganz viele kleine Schritte und das hilft uns vielleicht. Ja, sehr schön. Dagmar, vielen Dank. Unser erstes Thema, das die Schülerinnen und Schüler bearbeitet haben, mit Sandra Bischoff vom NABU im Rahmen unseres Workshops in der Seefelder Mühle, das ist das Thema Insekten. Das wird dir auch aufgefallen sein. Es werden immer weniger, oder? Ja, also wir haben letztes Jahr auch angefangen. Meine erste Bienenbeute habe ich letztes Jahr. Leider sind mir die Bienen eingegangen oder beziehungsweise das Volk ist weggeflogen. Das kann ich eigentlich jedem auch nur ans Herz legen. Es ist ein ganz tolles Hobby. Es macht einfach Spaß, die Bienen zu beobachten, wie sie mit bunten Pollenhöschen dann wieder in ihre Beute fliegen. Und unser Anliegen war einfach auch, da nochmal verstärkt die Bienen zu fördern, die Insekten zu fördern. Und wir haben den ganzen Acker bei uns umgestaltet. Wir haben alles bienenfreundlich angelegt. Ich meine, es ist sowieso schon sehr bienenfreundlich, aber da haben wir dann halt nochmal eine Schippe oben drauf gelegt. Und wenn keine Insekten mehr da sind, sieht es schlecht für uns aus. Alles klar, Dagmar, ganz vielen Dank. Und dann schauen wir uns jetzt an den Beitrag von Seli und Huda. Hallo, ich bin Seli und meine Freundin heißt Huda. Wir kommen aus der Oberschule Rodenkirchen und wir hatten hier ein paar Fragen und wir finden das Plakat richtig toll, dass die alle, die hier sind, mitgemacht haben, gearbeitet haben und alles. Und jetzt fange ich an mit meinen Fragen. Wo sind die
Schmetterlinge hin. Wo die hin sind? Mhm. Kann ich dir sagen, ich bin beim NABU in Oldenburg, ich heiße Sandra Bischoff. Und wir befassen uns schon ganz lange mit dem Problem, wo sind die Insekten denn alle hin? Denn da hat man jetzt festgestellt, da sind bis zu 75% aller Arten sind tatsächlich verschwunden. Und das ist natürlich nicht so schön. Wie war denn das jetzt bei euch? Kennt ihr Insekten zu Hause? Ja, wir haben das auch. Also ich habe das schon von meiner Oma und Opa und meinen Eltern halt. Ein bisschen darüber, die haben immer halt was davon erzählt. Und deswegen habe ich schon ein bisschen Ahnung davon, aber auch nicht so viel. Bruder, hast du irgendwelche? Also, wenn eine Blume erdöllt, eine Mäcki. Bruder hat hier eine Frage, warum Raupen werden getötet? Ja, da kommen wir zu deiner Frage von eben zurück. Du hattest gefragt, wo sind denn all die Schmetterlinge hin? Ja. Und da hat die eine Gruppe hat das ganz toll zusammengefasst. Die haben gesagt, da ist Gift in der Natur und das tötet die Tiere. Dann haben die gesagt, auch was die Insekten brauchen und haben dann hier in Rot aufgeschrieben, alles was rot ist, ist für die Insekten nicht so gut. Die haben gesagt, denen fehlen Futterpflanzen, weil Schmetterlinge, die Raupen, die brauchen zum Beispiel Brennnesseln als Pflanze, um zu leben. Und dann hat auch eine gesagt, Raupen werden getötet. Das passiert ja auch mal, wenn man dann zu viel Raupen im Garten hat, dass man dann sagt, die sammeln wir jetzt ein. Ich will nicht, dass das gefressen wird. Und dann wird aus der Raupe auch kein Schmetterling mehr. Dann ist der weg. Oder auch Monokultur. Das hatte dann jemand beschrieben und hat gesagt, wenn da ganz viel angebaut wird, dann ist das andere ja weniger da. Und das ist natürlich schlecht. Und dann ist da ein Punkt auch zu wenig Wiesen. Also es gibt ganz viel Grün in der Landschaft oder in den Vorgärten ganz viele Steine, aber es gibt viel zu wenig Blüten und Blumen. Warum ist eigentlich hier in Niedersachsen so viele grünes Blumen und so? Warum so viel grüne Fläche hier ist, auch bei uns in der Wesermarsch? Mhm. Wir haben hier sehr viel Landwirtschaft. Man muss von der Erde auch leben und baut da Pflanzen an. Und die Landschaft sieht ganz oft grün aus, weil das, was hochgewachsen ist, geerntet wird. Mhm. Zum Beispiel bei Grünland. Und dann wird das abgemäht, dann sind die Blüten weg, aber die grüne Fläche ist noch da. Oder es wird ganz viel Gras ausgesät. Und neben den Straßen sieht man auch ganz wenig Blumen. Da könnte man auch mehr hinpflanzen oder aussehen. Wir haben jetzt über ganz viele Sachen jetzt auch was Neues erfahren. Mhm. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Ich finde die Sachen, wie gesagt, sehr interessant und so. Meine Großeltern und Eltern haben mir auch von ganz vielen alten Sachen und so halt auch davon erzählt. Und ich finde es auch sehr interessant, sowas zu wissen, ist auch wichtig. Und man braucht auch sowas im Leben zu wissen, finde ich das. Und auch vielen Dank, weil Sie hier sind für uns und so. Habe ich gerne gemacht, weil Insekten sind echt wichtig. Wir alle brauchen die Insekten. Ja, finden wir auch. Seli und Huda mit dem Beitrag über die Insekten. Ja, 75% der Insekten sind weg. Auch in der Wesermarsch fehlen sie schmerzlich. Also ich vermisse sie sehr. Ich begrüße als unsere nächsten Gäste Jürgen Jansen, den ehemaligen Schulleiter der Oberschule Rodenkirchen, und Frederik Neumann, den Klassenlehrer, der das Projekt begleitet. Ja, schön, dass ihr hier seid. Vielen Dank. Ich darf euch wirklich auch mal hier den Käse probieren lassen und so. Sehr lecker. Genau, du auch greifst zum Käse. Wir dürfen aber auch mal die Wurst von Dagmar probieren und so. Ja. Die Erderwärmung durch die menschengemachte Klimakrise, ich erzähle noch ein bisschen was, ihr dürft dann gerne noch kauen, solange. Ja, ja. Die Erderwärmung durch die menschengemachte Klimakrise ist endgültig in Deutschland angekommen. Auch in der Wesermarsch ist das fühlbar, denn das Wasser der Nordsee hat sich in den letzten 45 Jahren um sage und schreibe 1,67 Grad erhöht. Was Badegäste vermutlich freut, hat für das Ökosystem Wattenmeer gravierende Folgen. Fischarten aus südlichen Meeren wie der rote Knurrhahn, die Sardelle oder der Wolfsbarsch verdrängen heimische Fischarten. Und noch schlimmer, die Umweltbedingungen ändern sich so schnell, dass
dass die heimischen Pflanzen und Arten sich nicht anpassen können. Auf das weltweit einzigartige Ökosystem Wattenmeer kommen im gesamten Nahrungsnetz, also die Fischbestände, die Meeressäuger und die Seevögel, drastische Veränderungen zu. Was spürt ihr beiden denn von der Klimaveränderung hier so vor Ort? Ich weiß von dir, Freck, du bist Imker. Spüren das deine Bienen? Ja, das ist, die Winter werden meist immer milder, hat man das Gefühl. Und das ist natürlich für die Bienen schwierig. Es ist zu kalt zum Ausfliegen, sie finden nichts. Aber die Temperaturen sind auch im Winter häufig so, dass die Bienen aus ihren Beuten ausfliegen. Ja, und dann dabei auf der Strecke bleiben. Sie verbrauchen natürlich mehr Energie, als wenn sie in ihrer Beute bleiben, weil es wirklich kalt ist, knackiger Frost. Das wäre in dem Fall besser. Und was spürst du selber vom Klimawandel hier in der Wesermarsch? Ja, da ist natürlich dieses Gefühl aus der Kindheit, es mag täuschen, aber man hat das Gefühl, man war jeden Winter Schlittschuhlaufen. Während ich glaube, unsere Schüler können das heute nicht mehr sagen. Ich meine, letzte Woche waren sie in der Eishalle, aber... Das ist ja nicht mehr so richtig draußen im Schnee. Jürgen, was spürst du so klimamäßig? Was hat sich verändert in den letzten Jahrzehnten? Naja gut, das Wetter ist klar. Wenn ich allein an das letzte Jahr denke, die Zahl der Niederschläge nimmt zu, die Heftigkeit der Niederschläge nimmt zu. Häufig ist das Entwässerungssystem gar nicht mehr in der Lage, das so schnell zu schlucken. Das ist die eine Geschichte. Aber ich will noch auf einen zweiten wichtigen Punkt hinweisen, der uns in der Wesermarsch ganz tüchtig betrifft in Sachen Klimawandel. Wir haben ja nicht nur die Erwärmung der Meere, sondern wir haben auch die Erhöhung des Meeresspiegels durch das Abschmelzen der Pole. Und davon sind wir in der Wesermarsch natürlich extrem betroffen, weil große Teile der Wesermarsch liegen unter normal Null. Und wir müssen einfach die Deiche heftig erhöhen. Und auch da gibt es ja irgendwann Grenzen, weil dann die Erde das Ganze nicht mehr trägt. Und das ist die Frage, wie gehen wir damit um in Zukunft? Ja gut, das Land ist ja reich, der Bund ist reich. Ich glaube, Gelder für den Deichschutz wird es immer geben. Aber du sagst eben auch richtig, irgendwann ist auch der Punkt erreicht, höher geht nicht, ne? So ist es. Also am Jadebusen beispielsweise haben wir jetzt schon eine entsprechende Mauer praktisch, die da eine Spundwand, die da reingegeben worden ist, weil einfach dieser Boden nicht so viel tragen kann. Wie stark ist denn die Angst hier ausgeprägt in der Wesermarsch davor, dass das Wasser immer stärker und immer höher steigt? Also es macht die Leute schon nachdenklich. Ich glaube ja auch bundesweit ist das Thema Klimawandel eines der Themen, was die Leute am meisten interessiert. Es schlägt sich in der Politik nicht richtig nieder. Das heißt, man findet das da nicht so stark. Aber ich glaube schon, es ist vielen Leuten bewusst, dass es sehr riskant sein wird in Zukunft, hier zu leben. Nicht in den nächsten 10, 20 Jahren, aber man muss ja auch ein bisschen in Generationen denken. Freck, wie sensibilisiert denn Schule für das Thema Klimakrise und wie kriegen wir junge Menschen an den Start, sich dafür auch zu interessieren? Weil wenn es mich nicht so sehr bedroht, Jürgen hat jetzt gesagt, ja, hat viel geregnet und es kalt ist irgendwie auch nicht mehr. Also man spürt es ja nicht so richtig. Also wie kann ich junge Menschen dafür sensibilisieren, sich dennoch dafür einzusetzen? Ja, natürlich grundsätzlich erstmal einfach über den Unterricht, Physikunterricht, da sind regenerative Energien natürlich immer wieder Thema und was Klimawandel sozusagen durch die herkömmlichen Energieträger wie er zustande kommt. Ansonsten hatten wir im letzten Jahr ein schönes Projekt Leben in 2030, eine Projektwoche, da ging es natürlich auch darum, wie Leben in 2030 aussehen könnte, da war das natürlich auch ein Thema. Und wie könnte das dann aussehen? Also ist dann alles immer noch so wie heute? Ja, also auch die Schüler haben in verschiedenen Projekten Zukunftsvisionen entwickelt. Rodenkirchen wurde zum Beispiel völlig umgestaltet. Ich weiß gar nicht, auf dem Marktplatz fand irgendwas statt. Ich habe es gar nicht mehr genau im Kopf. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, wie es wirklich aussehen wird, das können wir nicht sagen. Aber dass man sich gedanklich damit befasst und überhaupt erstmal sensibel dafür wird, okay, es wird ein Wandel stattfinden
und wie gehen wir damit um? Aber gedanklich damit auseinandersetzen, Jürgen, ist ja das eine. Wir müssen ja sehen, dass wir so schnell wie möglich auch ins Handeln kommen. Also wie kann ich den jungen Menschen dafür auch nochmal stärker sensibilisieren? Weil sie sagen natürlich auch zu Recht, boah, das, was die Erwachsenen kaputt machen, kann ich jetzt nicht auch mal eben so eben retten, ne? Also ich setze ganz viel Zukunft in die, ganz viel Hoffnung in die Jugend, weil wer soll etwas verändern, wenn nicht die? Im Grunde haben wir Erwachsenen, uns gerade die älteren Erwachsenen, die Situation geschaffen, so wie sie heute ist. Und ich merke einfach, es gibt sehr viel Engagement bei den Jugendlichen. Ne? Man merkt das auch an dieser Einführungsphase, dass alle gesagt haben, ja, natürlich, jeder kann mithelfen. Das ist ihnen schon bewusst. Das wird natürlich nicht in jedem täglichen Handeln deutlich werden. Aber ich glaube, das Problem ist den Jugendlichen, ist den Schülerinnen und Schülern hier absolut bewusst. Und da setze ich ganz viel Hoffnung drauf, dass gerade sie es schaffen, hier eine Wende hinzukriegen. Aber das ist natürlich auch ein sensibler Punkt, wenn ich versuche, mein tägliches Handeln gerade als junger Mensch zu verändern, dann ist, glaube ich, das Leichteste, indem ich das übers Essen regle. Jetzt ist ja die Wesermarsch von Biolandwirten nicht so sehr gesegnet. Die sind ja leider eher eine Ausnahme. Dagmar Diers vom Hof Moorfreude hatten wir. Wir sind auch in Hof Butendiek gewesen, wie gesagt. Wie kriege ich denn auch dann konventionelle Landwirtschaft hier in der Wesermarsch dazu, einfach andere Angebote zu machen, die dann auch die Menschen vor Ort direkt nutzen können? Na gut, wir sind natürlich überwiegend eine Grünlandfläche. Das heißt, hier wird überwiegend Milch- und Fleischwirtschaft betrieben. Und ich glaube, die Bauern haben durch die letzte Milchpreiskrise schon gemerkt, dass es diese Frage des sinkenden Milchpreises im Bereich der Biomilch nicht gegeben hat. Dort sind die Preise stabil. Dort bekommen die Bauern das, was sie bekommen für ihre Milch, ist nach wie vor in Ordnung und unterliegt nicht solchen Schwankungen wie auf dem konventionellen Markt. Und ich habe das Gefühl, es gibt manchmal so eine Angst vor der Umstellungsphase, aber ich glaube, insgesamt ist die Bereitschaft höher, auch hier über neue Wege nachzudenken. Wenn ich daran denke, dass beispielsweise die Ammerländer Molkerei inzwischen als Produkt ihre Weidemilch empfiehlt. Das ist nicht unbedingt ökologisch, aber es ist natürlich ein Stück weit ökologischer, als Milch aus der Ganzjahres Stallhaltung zu verkaufen. Das heißt, auch der Verbraucher ist ja bereit, höhere Preise zu bezahlen, wenn er weiß, er bekommt dafür etwas, was für die Natur positiv ist. Freak, du warst mit Bent und Isabel im Moor, weil eben hier auch das Thema Moor in diesem Projekt mit der Oberschule Rodenkirchen, mit deiner Klasse, mit der 9a und Werkstatt Zukunft eben ein Thema ist, das Moor. Und den Beitrag gucken wir uns jetzt mal an. Viel Spaß. Wir sind Isabel und Ben aus der Klasse 9a aus der Oberschule Rodenkirchen. Wir sind heute hier im Schwimmenden Moor in Seelstedt und das Besondere am Moor ist, dass es sehr viel mit dem Klimawandel zu tun hat. Dafür haben wir auch einen Fachmann, unseren Biolehrer Freak Neumann, gleichzeitig auch Klassenlehrer. Herr Neumann, kommen Sie mal her. So, damit die Zuschauer auch etwas davon haben, kommen Sie doch einfach mal rein. Herr Neumann, warum ist das Moor so wichtig für das Klima? Ja, das ist eine gute Frage, Ben. Moor und Klimaschutz hängen in der Tat eng zusammen. Das ist vielen Leuten gar nicht bewusst. Aber wenn man sich das Moor mal anguckt, ihr seht da vorne eine dicke Schicht aus Torf. Und Torf ist ja eigentlich nichts anderes als die abgestorbenen Torfmoospflanzen. Und Pflanzen bestehen ja immer aus Kohlenstoff. Und normalerweise ist es ja so, wir haben den Kohlenstoffkreislauf. Pflanzen nehmen Kohlenstoffdioxid aus der Luft aus, produzieren Sauerstoff, den wir zum Leben brauchen, und speichern den Kohlenstoff in ihre Bestandteile ein. Also ein Baum besteht aus Kohlenstoff, alle Pflanzen bestehen aus Kohlenstoff, größtenteils. So, normalerweise wird dieser Kohlenstoff ja, wenn eine Pflanze stirbt, wieder abgebaut und es wird wieder CO2 dabei frei. Das Spannende beim Moor ist, dass eben diese Torfmoose, dadurch, dass sie unter Wasser liegen, nicht abgebaut werden wieder und so der Kohlenstoff gebunden wird und nicht wieder in die Atmosphäre freigesetzt wird als klimaschädliches CO2-Gas. Und von daher kommt dem Schutz von Mooren eine extrem wichtige Rolle zu beim Klimaschutz. Denn dadurch wird CO2 in der Atmosphäre gebunden und der Anteil gesenkt. Ja. Okay, warum ist eigentlich ausgerechnet dieses Moor so besonders? Ja, also
Genau, dieses Moor, das schwimmende Moor bei Seestädt heißt es, ist jetzt für den Klimaschutz gerade nicht so besonders, aber es ist von daher besonders als Attraktion hier in der Region, in der Wesermarsch, da es das einzige Moor ist, das außendeichs liegt. Also wir sind hier, da vorne ist der Seedeich, wir sind hier außendeichs, quasi im Jadebusen. Und schwimmendes Moor, der Name kommt daher, dass das ganze Moor, dieser ganze Moorkörper hier mit all diesen Bäumen, die wir hier sehen, bei Sturmflut, im Winterhalbjahr vor allen Dingen, je nachdem wie hoch das Wasser aufläuft, 2 Meter über dem normalen Hochwasser, dieser ganze Moorkörper aufschwimmt und dann mit dem ablaufenden Wasser wieder zurückfällt. Und so kommen auch hier diese Verwerfungen, die wir hier sehen, zustande, dadurch, dass dann die Moorkörper teilweise auseinanderbrechen. Ja, aber an sich sieht ein intaktes Moor ganz anders aus. Da sollten eigentlich keine Birken sein, sondern tatsächlich noch viel nasser und Torfmoose. Eigentlich ist ein Moor eine baumlose Landschaft. Also Moore, wie wir sie heute finden in Nordwestdeutschland vor allen Dingen, sind eigentlich nur noch traurige Relikte, die für den Klimaschutz so kaum noch taugen, da sie entwässert werden und dadurch tatsächlich das gebundene CO2 wieder freisetzen. Herr Neumann, wie ist es dazu eigentlich so gekommen, dass die Moore so zerstört wurden? Ja, da sprichst du eine Sache an. Also es gibt in Deutschland nur noch 2% der ursprünglichen Moorfläche. Eigentlich der ganze Nordwesten Deutschlands war ursprünglich mal Moore. Da kommt eigentlich noch dieser Spruch her, man kennt das hier in der Gegend. Dem ersten der Tod, dem zweiten die Not, dem dritten das Brot. Als die Leute anfingen, sozusagen die Moorrandbereiche zu besiedeln, haben sie die trockengelegt, damit sie da Landwirtschaft betreiben konnten. Ja, und durch das Trockenlegen ist natürlich der Moorkörper geschrumpft und wieder CO2 abgegeben worden. Jetzt kann man sich ja sagen, ja gut, aber das ist ja, selbst in den letzten 40 Jahren hat der Mooranteil noch stark abgenommen. Da liegt es ja jetzt nicht daran, dass da die Moorsiedler sind, nee. Einen ganz großen Anteil am Schwund der Moore hat vor allen Dingen die Blumenerdeindustrie. Die meisten Blumenerden, die man so im Baumarkt oder wo auch immer kaufen kann, enthalten weitestgehend Torfanteile, die dann noch versetzt werden mit Düngern und so porösen Kügelchen. Und das ist, wenn man sich das vergegenwärtigt, dass sozusagen unser Moor, was eigentlich für den Klimaschutz so wichtig ist, landet im Garten und in Blumentöpfen und ist dann nicht mehr, steht nicht mehr zur Verfügung, um unser Klima zu schützen. Und in Deutschland gibt es eigentlich so gut wie keine intakten Moore mehr. Hier wird auch noch weiter Torf abgebaut, die Verträge über den Torfabbau bestehen und jetzt fängt man auch noch an, große Moore, die es noch gibt, zum Beispiel im Baltikum, Lettland, Estland, Skandinavien, dass da geguckt wird, okay, jetzt bauen wir hier Torf ab, hier lohnt es noch richtig. Und da ist es jetzt eigentlich dringend an der Zeit, dem Einhalt zu gebieten zum Schutze des Klimas. Moore sind Kohlenstoffsenken. Und in dem Sinne müssen wir dringend handeln. Jeder Einzelne vielleicht, dass man im Baumarkt, wenn man Blumenerde kauft, guckt, ist die torfhaltig, ist sie torffrei. Es gibt torffreie Blumenerden, da kommt dann Komposterde rein aus Kompostwerken. Das ist immer eine gute Alternative. Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie uns hier so schöne Informationen darüber gegeben haben. Und dann schalten wir einfach wieder in die Sendung nach Rodenkirchen. Moor muss nass. Vielen Dank, Bent, und vielen Dank auch Isabel. Ja, du hast es selber gesagt, es muss irgendwie stärker ins Bewusstsein, dass das Moor einfach eine ganz relevante Größe ist in Sachen Klimaschutz. Wie kriegen wir das hin? Du hast jetzt gerade eben schon selber gesagt, kauft keine Blumenerde, die eben aus Torf hergestellt ist. Aber wer hört auf dich, Freak? Ja, das ist eine gute Frage. Ansonsten ist, glaube ich, ganz wichtig, bei der Nachnutzung anzusetzen. Ich meine, jetzt werden Moore weiter abgetorft bis zu einer bestimmten Schicht. Und da muss man dann wenigstens sozusagen sehen, dass man Rahmenbedingungen schafft und
nach der Abtorfung sozusagen wieder vernässt, dass unter Umständen da neue Torfflächen entstehen können. Aber das ist natürlich auch hier in der Wesermarsch ein ganz komplizierter Prozess, weil auf dem Grünland sitzen die Milchlandwirte, die geben ja keinen Meter Preis, weil sonst haben sie eben kein Futter für ihre Tiere. Wie willst du das anstellen? Ja, wie ich das anstellen will, das weiß ich auch nicht so genau. Das ist natürlich irgendwas, das müssen wir als Gesellschaft politisch umsetzen, dass wirklich Landwirte dann auch gut dafür entlohnt werden, dass sie sozusagen ihre Flächen umnutzen lassen unter Umständen und ja. Jürgen, man könnte ja auch Landwirte dafür bezahlen, indem sie die Umwelt im Prinzip pflegen und schützenswerter gestalten, anstatt ihnen das Geld für die Milch zu geben. Das stimmt, natürlich. Sozusagen den landwirtschaftlichen Beitrag für Naturschutz entsprechend zu finanzieren mit EU-Geldern wäre sicherlich ein vernünftiger Weg. Im Moment passiert eher das Gegenteil. Selbst die Weideprämie soll ja jetzt gestrichen werden. Gleichzeitig ist es beim Moor eine ganz, ganz schwierige Kiste. Klar ist, wer Moor entwässert, muss das immer wieder tun. Weil es reicht nicht sozusagen einmal das Moor zu entwässern und dann bleibt es so. Sondern durch die Nutzung sackt der Boden, die Feuchtigkeit steigt wieder hoch. Ich glaube, es wird allerhöchste Zeit, dass sich alle Betroffenen zusammensetzen und sagen, wie können wir diese Moore retten? Denn es ist doch jedem vernünftig denkenden Menschen klar, dass sie eine ganz wichtige Funktion als CO2-Speicher haben. Und es gibt auch in der Wesermarsch da durchaus Überlegungen, wie kann man zu einer anderen, durchaus landwirtschaftlichen Nutzung von wieder vernässten Mooren kommen. Durch Holzanbau zum Beispiel ist eine Geschichte. Gleichzeitig muss man beachten, dass man sie nicht zu hoch mit Wasser anfüllt, weil dann hat man einen riesen Methanausstoß. Das heißt, da wird dann der Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben und da hat die Umwelt am Ende auch nichts von. Also Moor ist kompliziert. Ich glaube, das nehmen wir mit, aber wir brauchen eine sehr, sehr starke Sensibilisierung dafür, welche Bedeutung Moore eben in Sachen Klimaschutz haben. Schön, dass ihr hier gewesen seid in der Werkstatt Zukunft, bei euch zu Hause, in eurem Wohnzimmer, in der Mensa der OBS Rodenkirchen. Wir sehen uns zur Schlussrunde gleich nochmal wieder. Vielen Dank. Unser nächster Gast ist Gesche Gleustein, die Geschäftsführerin der Seefelder Mühle. Schön, dass du hier bist, Gesche. Vielen Dank. Komm. Wir durften ja 2 Tage bei euch zu Gast sein. Das hat uns, also mir hat es total gut gefallen. Seefelder Mühle, ein wunderschöner Ort mitten in der Wesermarsch. Und ich glaube, die Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse haben es richtig gut gefunden, mal nicht nur nicht in der Schule zu sein, sondern eben auch in der Seefelder Mühle zu sein. Warum öffnet ihr eure Tore gerade für junge Menschen? Naja, der demografische Wandel ist ja auf dem Land auch ein Thema, sage ich mal. Und wir finden es wichtig, dass sich das einfach weiter durchmischt, dass man auch zwischen den Generationen in einen Austausch kommt und vielleicht auch unseren Ort andersrum zusätzlich auch als Jugendlicher ein bisschen entdecken kann. Ist ja auch so ein Nachteil, in der Wesermarsch sind die Wege immer lang. Ne? Wenn ich von einem zum anderen Ort fahren möchte und das schaffe ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch nicht so, dass ich alle, was weiß ich, halbe Stunde in den Bus steigen kann. Inwiefern ist das dennoch ein attraktives Ziel für junge Menschen? Ja, wir richten unser Programm so aus, dass möglichst viele Menschen sich wiederfinden und da dann auch sich ausprobieren können und den Weg hoffentlich in Kauf nehmen können auch. Natürlich, du hast recht, man kommt leider nicht mit dem Bus nach Seefeld, so einfach zumindest nicht. Aber wir versuchen immer Akzente zu setzen, dass man sich kreativ ausprobieren kann im Bereich Fotografie, im Bereich Theater. Und das ist immer generationenübergreifend bei uns und somit auch für Jugendliche gedacht. Ihr habt uns natürlich Bio verköstigt, das war alles aus der Region. Mir hat es total gut geschmeckt. Was war die Botschaft für die jungen Menschen, die da eben 2 Tage biologisch verköstigt worden sind? Ja, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, als wir wussten, dass ihr kommt. Da können wir jetzt ja nicht mit einer Pizza um die Ecke kommen, wollten wir auch nicht. Wir wollten zeigen, dass man auch mit den Dingen, die hier vor Ort produziert werden und am besten natürlich auch noch Bio, aber dass man auch damit lecker und auch zeitgemäß kochen kann. Hat uns auch nochmal deutlich gemacht, es gibt in der Wesermarsch keine Biomilch. Sondern die Wesermarsch muss im Prinzip Biomilch importieren und das in einem Grünlandgürtel. Also es ist auch schon paradox. Gesche, du hast uns ein ganz besonders jugendgerechtes Format mitgebracht, einen Slam, einen Poetry Slam. Was ist das Thema? Ja, in meinem Poetry Slam Text geht es um
Konsum und ob wir eigentlich immer so viel kaufen müssen, wie viele von uns tun und ob man auch öfter mal sagen kann, das kaufe ich nicht. Und geschrieben habe ich den auf Plattdeutsch. Das ist meine Poetry-Slam-Sprache. Und ich hoffe, es verstehen alle ein bisschen was, worum es geht. Ja, so. Ich verstehe es nicht, ich komme ja nicht von hier. Aber du kannst es mir dann nachher übersetzen. Okay, ein Applaus für Gesche. Und dann gibt's für euch einen Poetry Slam, der das Gegenteil bedeutet von kaufen, kaufen, kaufen. Tün Kram ute tüt. Geiz seh dat nicht so gut. Heft se kein Elan, kein Lust, kein Kraft und auch kein Glück. Ich heb da wat für se. DT Lebenslust. Hölbt garantiert. Ist an trorige Ehenhörn probiert worden. Die sind acht den Kopf kete Obsprung und heb sich für ihr Leben freit. Und dennoch in Büdel, Glücksmomang achte an und dat löppt wolle. Und wenn sie dat nicht wolle ob de Beem bringt, dann hülp wohl nix mehr. Ist dat nicht wunderbar? Wir mutten gar nicht mehr überlegen. Sondern wir könnt allens kopen. Ich brug Bluts in Supermarkt to gorn und find allens, was ich brugen kund für elk und ein Lebenslog. Und wenn mi dat mal nicht so gut geht, dann kick ich zuerst mal bi de Teesorten. Dann steig auch für dat Regal und lüste zuerst heel achtsam na bin und dann wed ich, wat ich brug. Ein Kopf gestressfri, achte an noch in kan Balance und in Utit. Und dann geht mir dat woller gut und lauter noch in Fronslüte, denn dat bin ich ja und gut, dat dat da obsteit. Und für meinen Partner hab ich in Mannslüte mitbracht. Man nicht verwesseln, ihn weht nicht, was denn passiert. Die Teebüdel schmied ich den Achter an in meinen automatischen Müllämmer. Die geht ob, wenn ich im Teleportieren do, dat ich wat wegschmieden will. Und die Büdel da bin, rügt na in Horn. Also na Zuckerwatte, denn dat hebben Wetenschaftler ja gut gefunden, dat Ehenhörn na Zuckerwatte rügen und Bonbons und Kekse schieten. Die kriege ich zumindest in Supermarkt mit Ehenhorn ob. Und ich weet gar nicht, wo sie die hellen Ehenhorn holen. Seke ob in wunderbare Wisch mit Blömkes ab. Wobei, bi die Menge an Produkten mit Ehenhorn muss dat reell betracht Massendertenhaltung wesen. Naja, de Tee morgt nix, hübt allerbester Tofer gelten. Abends denn noch im Beten, tiet für mi. Büdel ob, Rinn in Badewanne und fertig. Nee, kein Tee. Badetosatz. Und dann liegt den so in de Wanne und kommt uns in Nähern. Nicht gut, muttert denn eins. Brug ich dat überhaupt, aber wenn ich denn so ab mein Duschgel kiek, weet ich wolle, wat wichtig ist. De weet ein jümmes Rat. Wie's frech, wild und wunderbar steigt da ob. Is gut, geil klar. Und mein Tochter hab ich übrigens Lilly vernümmt. Denn das wäre viel einfacher, alles zu kopen, was eh all damit beschriftet ist. Wenn ich mir vorstelle, ich kann all er sagen, auch noch mit er Namen beschriften mutten. Puh. Und so steigt ob er pinke Box für das Schoolbrot alle Liefe ob. Ob er Tasch für School und auch ob er Klamotten. Sie hat dann auch die pinken Stifte kriegen, die sind ergonomisch für derns Fingers formt. Steigt da ob. Und wenn wir denn noch in Jungen kriegen, schall he Bob heten. As Bob de Baumeister. Sülwige Idee. Denn der Lütte Bob kun ja nicht die pinken Strampler von Lilly für obtragen, dat müt wie all ne kopen. Aber ich bin auch emanzipiert. Wenn mal wat in Hus kaputt geht, dann hol ich zuerst mal meinen pinken Werktüchkoffer und die lila Bohrmaschine. Und koken tue ich natürlich auch. Morgens gibt da zwei Sorten Müsli. Ehen für M mit Blaubeeren und ehen für mi und Lillifee in Pink mit Himbeeren. Steigt da auch extra ab für R und für M. Und manchmal frage ich mich, wo da mein Grötellern irgends hinkriegen habt. Gibt das da auch Altos Hawaii für R und für M? Nee, das gibt das nicht. Und das brug wir auch nicht. Das gibt die reelle Sorg und nu gibt das Tünkram und die Tüt. Überraschungseier in Pink für Derns. Das gibt inlicht Gurken für Fronslü und Manslü. Chips, Bratwurst. Und wenn ihn sich das mal ankiekt und davon utgeit, dass die Lü in der Werbung davon utgan, dass wie kopen, was us fehlen deit, dann kann ihn denken, dass Manslü ein Ego-Problem hebt. Dick höft sich denn Erfolg und Sport und den Achseffekt. Und Fronslü will anders nix als na Zuckerwatte und Melone stinken. Die will stressfrei wesen und ein Glücksmoment. Bloß ein Glücksmoment? Ich find, dat is tiet, forken mal zu sagen, dat kop ich nicht. Also, wie proft das mal? Du kannst gern mitmorgen, Bartel. Ja. Was sagst du, wenn die in Tünkram und die Tüt verkopen will? Dat kop ich nicht. Und wenn die ihn vertellt, du schallst wat pinket kopen, wie du in froh bist, auf wat blauet, wie du in kerl bist, dat kop ich nicht. Und wenn die ihn vertellt, du schallst wat kopen, wie du in Ehenhorn ob ist, dat kop ich nicht. Aber ist doch so süd.
Nee? Und was sagst du, wenn dir in Lütte Dern fragt, wieso ob T-Shirts für Derns Prinzessin und Einhorn steigt und ob die für Jungs Adventure und Superman? Und was sagst du, wenn ein Produkt die diktiert, wo du Wesen schallst? Aber in Sarg habe ich Fami Düschgel auch für lebend lernt. Wie ist das in Ananas? Zitat. Be a pineapple, stand tall, wear a crown and be sweet on the inside. Von Betty Barley, Kosmetik. Vielen Dank. Das kop ich nicht. Das kop ich nicht. Das kop ich nicht. Gut. Super. Wir proben das noch. Ja, unbedingt. Du sag mal, ihr startet jetzt einen Blog zur Nachhaltigkeit in der Seefelder Mühle. Also eigentlich ist man ja auf dem Land eigentlich total nachhaltig, weil, also früher zumindest, da gab es ja so Kreisläufe, scheint auch nicht mehr so zu sein. Der Lauf der Zeit geht auch an der Wesermarsch nicht vorbei. Was habt ihr in diesem Nachhaltigkeitsblog vor? Ja, das ist ein schönes Bild vom Landleben, was es sicher auch noch gibt, was du gerade zitierst. Aber viele, viele Menschen kaufen trotzdem ihr Gemüse im Supermarkt heutzutage. Und das ist meistens extra in Plastik verpackt, zum Beispiel. Und mit diesem Blog wollen wir Menschen aus der Wesermarsch einladen, mit uns mal zu versuchen, ein bisschen nachhaltiger zu leben und Wege auszuprobieren, wie das auch auf dem Land, in Klammern, wieder geht. Und darüber zu schreiben und ihre Erfahrungen zu teilen. Und vielleicht auch die Schwierigkeiten, gar nicht mal um Lösungen immer zu finden, aber um Probleme aufzuzeigen und Schwierigkeiten dabei. Dann wünschen wir euch viel Erfolg bei diesem Projekt mit einem Blog zur Nachhaltigkeit. Jeder ist herzlich eingeladen, sich in der Seefelder Mühle daran zu beteiligen. Gesche, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich darf Wolfgang Meinertz von der Umweltstation Iffens zu uns nach oben auf die Bühne der Werkstatt Zukunft bitten. Wolfgang, schön, dass du da bist. Nimm Platz. Wolfgang, ich habe gerade schon gesagt, Umweltstation Iffens gibt es seit 40 Jahren, glaube ich. Du bist noch Vorsitzender der Kreisgruppe BUND, der Wesermarsch. Und du bist auch noch Biolandwirt, also bist so ein Allrounder. Ja, macht auch Spaß, hat sich 40 Jahre bewährt und ich will auch dabei bleiben. Ist auch gut so. Das heißt, für dich ist das Glas nach wie vor trotz Klimakrise mehr halb voll als halb leer. Ja, ein bisschen Optimismus braucht man schon in dem Bereich. Ne? Wenn man Pessimist ist, dann weiß ich nicht, dann hast du auch keine Ideen mehr. Als Optimist hast du Ideen, Auswege. Und ich glaube, wir müssen auch die Auswege zeigen. Und wir müssen eben auch zeigen, auf was für Merkwürdigkeiten die Leute heute reinfallen. Also eben hier Werbung und diese ganzen Geschichten. Das ist schon eine heiße Sache. Und gerade Jugendliche, denke ich mal, wir müssen ihnen zeigen, dass wir eben auch selber denken dürfen und nicht die Industrie für uns denkt. Das hat sich leider so eingebürgert und gibt dann so Totschlagargumente nach dem Motto, wenn wir jetzt Bioprodukte kaufen, die werden alle so teuer und solche Geschichten. Viele unserer Mitmenschen sind bereit, 10 Euro am Tag dafür zu bezahlen, dass sie in Oldenburg teure Mieten bezahlen und mit dem Auto herfahren müssen. Und diese 10 Euro, die kann ich mir auch sparen, wenn ich gleich auf dem Land lebe. Und sag mal, dann hätte ich das Geld eben auch, um sowas einzukaufen. Ne? Wir leben ja in so einer ganz paradoxen Zeit, finde ich. Wir haben noch nie so viel gewusst, aber wir ignorieren auch überhaupt unglaublich viel. Wie kommen wir aus dieser Falle raus? Du hast die Sendung ja jetzt verfolgt. Was gibt dir so Anlass, zu optimistisch zu sein, dass junge Menschen auch das Ruder umdrehen können? Inwiefern hast du Erfahrung mit jüngeren Menschen? Ja, schon recht viele. Aber das ist ein Problem, das man vielleicht mit Sucht am besten beschreiben kann. Es gibt Leute, die sind süchtig nach Zigaretten rauchen oder nach was auch immer. Und es gibt die Konsumsucht eben auch. Und man kann ja von der Zigarettensucht auch raus. Es gibt da Auswege. Und ich denke, auch bei der Konsumsucht gibt es einen Ausweg. Ich kann irgendwelche Kleidung zweimal benutzen oder weitergeben. Ich kann Fahrgemeinschaften bilden. Also wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, aus dieser Sucht herauszukommen. Natürlich ist die Industrie dagegen. Die will uns das Geld aus der Tasche ziehen und wird eben stinkreich dabei. Und ja, wir arbeiten wie die Idioten, sage ich immer. Das war früher nicht so. Heute müssen wir, zum Teil beide Eltern müssen arbeiten, weil einfach so viel Geld auf den Kopf gehauen wird. Das ist nicht nötig. Und diese Chancen, die wir haben, wieder kooperativ zu arbeiten oder zu leben, vernünftig einzukaufen oder Produkte auch wirklich zu benutzen und nicht gleich wegzuwerfen, diese Chancen sind nun mal da. Und das kann man aber lernen. Und wo man so etwas lernen kann, das wäre natürlich in der Schule am einfachsten. Das ist ja auch ein Appell dann für mehr Bescheidenheit. Ja, natürlich.
Also ist denn Bescheidenheit so eine Tugend, die uns heute auszeichnet? Ja, eher nicht, ne? Na, wir sprechen vom menschlichen Maß. Also ich kann auch nicht mehr Geld ausgeben, als ich, also ich weiß gar nicht, wo die reichen Leute mit ihrem Geld bleiben. Also das ist manchmal schon merkwürdig. Oder ein dickes Auto ist auch nicht besser als ein normales, wenn ich von A nach B möchte. Und diese Maßlosigkeit, diese Unersättlichkeit, ich meine, natürlich ist das Tradition in unserer Kultur, eine der Todsünden ist ja diese Völlerei und die Maßlosigkeit. Aber es muss ja nicht sein. Ich kann ja auch vernünftig leben. Und dazu braucht es Beispiele. Und ich denke, diese Vorbilder, das ist das, was wir den Jugendlichen eben auch vormachen dürfen oder müssen, dass wir zeigen, dass es auch so geht, dass wir also nicht über die Stränge schlagen müssen. Wir sind ja nicht gezwungen dazu. Die Industrie, die Konsumwirtschaft erzählt uns immer, dass es nicht anders geht. Aber natürlich geht es anders. Und die Beispiele, die wir haben, da gibt es auch genug Leute. Leider gibt es immer weniger davon. Also die nachwachsen, sind ein bisschen zu sehr in den Konsum gewohnt. Und immer dann, wenn jemand schlechte Erfahrungen gemacht hat, als Allergiker oder sonstig mal krank gewesen ist, dann fangen viele an nachzudenken. Und das ist leider ein bisschen spät häufig. Wolfgang, wie kommen wir denn auch aus so einem Dilemma raus? Wenn du 10 Verbraucherinnen und Verbraucher fragst, sagen im Prinzip fast alle 10, Bio-Lebensmittel finde ich gut. Trotzdem fahren dann 8 von ihnen mit einem ganz, ganz großen Auto zu einem Lebensmitteldiscounter. Wie kriege ich sie dazu, auch aus diesem Dilemma sie so rauszuführen, vielleicht auch zu verführen? Ja, einmal ist das Qualitätsbewusstsein. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir essen zum Teil Nahrungsmittel, die unzumutbar sind. Und wenn man jetzt mal vernünftige Sachen isst, wie so eine Wurst oder so ein Käse, dann weiß man, wie die Qualität eigentlich sein sollte. Und dieses Qualitätsbewusstsein, das fehlt eigentlich. Das wird nicht geschult oder wird nicht geübt. Das kann man allerdings üben, indem man eben selber kocht, indem man eine vernünftige Küche, Mensaverpflegung macht. Und da gibt es eben auch in den Schulen ganz gute Beispiele. Wir produzieren selber Apfelsaft. Und wer diesen frischen Apfelsaft ohne Wasserzusatz mal getrunken hat, der weiß, was Apfelsaft eigentlich sein sollte. Und dieses Qualitätsbewusstsein, das ist eigentlich auch die Lebensqualität, die wir üben müssen. Und wenn uns jetzt der Supermarkt vorschreibt, was wir für die Lebensqualität da vor uns herschieben sollen, das ist nicht in Ordnung. Das müssen wir selber verantworten. Also Dagmar hat uns ja Käse mitgebracht von Hof Butendiek. Das ist kein Massenprodukt, gibt es einmal auf der Welt, kommt hier aus der Wesermarsch, dann hat sie uns ihre Wurst und vom bunten Bentheimer mitgebracht, auch ein einmaliger Geschmack. Ja. Wie kriegen wir denn gerade junge Menschen dazu, nochmal zu überlegen, weil sie sind ja doch noch relativ abhängig von ihren Eltern. Also sie gehen nicht alleine einkaufen. Ja? Also ist der Hebel doch eher über die Eltern? Ja, Eltern und Lehrer natürlich auch. Also ich denke, in der Schule haben wir einfach eine Vorbildsituation. Und wenn Lehrer einigermaßen vorbildlich darstellen können, wie das auch geht. Also ich denke, viele Lehrer rauchen. Das ist natürlich peinlich, weil Schüler dadurch auch angeleitet oder angespornt werden, auch zu rauchen. Und als eine der Beispiele. Und ich denke, das ist ganz, ganz häufig. Lehrer haben sich früher sehr stark engagiert für ihre Schüler. Heute ist es sehr schwierig geworden. Die Schule ist sehr stark verwaltungsbetont, sehr administrativ geworden. Und man sagt immer, dann bohrt man dünne Bretter. Also man macht nur so viel wie unbedingt nötig. Und dieses Engagement in den Gemeinschafts-AGs oder wie auch immer, dieses Engagement ist heute schwieriger geworden. Und ich denke auch sowas wie Kochen oder Kleidung nähen oder solche Geschichten, das war früher häufiger. Ich hoffe, dass wir hier eine Koch-AG haben. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das in Rodenkirchen ist. Habt ihr. Hauswirtschaftsunterricht, ja. Ist schon mal viel wert. Und ich denke, solche Sachen fehlen. Und die Kompetenz, die wir da erwerben als Konsument oder so etwas, die Kompetenz sollten wir in der Schule erwerben, weil es da am einfachsten geht. Ne? Wir haben in dem Projekt auch noch einen Besuch abgestattet. Und zwar sind wir in Golzwaden gewesen bei Frank Bierkamp. Frank züchtet Zwergzebus. Und ich hatte in meinem Leben noch nie Zwergzebus gesehen. Eine kleine Rinderrasse, unglaublich schonend für den Boden, einfach weil sie kleinere Hufe haben und auch nicht so schwer sind. Also gar nicht belastend für die Böden. Und wir schauen uns jetzt mal den Beitrag an, den Julia und Emina mit Frank gedreht haben. Wir sind zwei Mitschülerinnen aus der OBS Rodenkirchen. Ich bin Julia und das ist Emina. Wir sind hier auf dem Land von Frank Bierkamp, der Zwergzebus züchtet.
und wir hätten gerne an Ihnen ein paar Fragen stellen. Ja, bitte. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, die Zwergzebus zu züchten? Also ich züchte Zwergzebus, weil die Tiere gelassen sind, intelligent sind, sich gut für den Naturschutz eignen. Das sind die Hauptargumente. Aus dem Grund züchte ich die Tiere. Und wie lange züchten Sie schon? Ich mache das jetzt knapp im 11. Jahr bin ich gerade. Wie viel Stock haben Sie davon? Ich habe 6 Bullen und 16 Kühe mit Nachwuchs. Sie haben ja gerade beantwortet, dass Sie das wegen Naturschutz machen. Wieso machen Sie das so wegen? Die Tiere wirken sich halt positiv auf die Fläche aus. Das heißt, die fressen selektiv. Die fressen zum Beispiel Gehölze, die in die Weide reinwachsen, oder fressen beispielsweise Brennnesseln oder Disteln, die andere Pflanzen wiederum verdrängen. Und das ist halt ein positiver Effekt, weil aus dem Grund setzt sich halt gerne diese Zebus ein. Also die eignen sich da halt ganz toll für die Insekten und die Fauna und Flora quasi zu fördern. Das ist eigentlich das Ziel der ganzen Naturschutzmaßnahmen. Bis zu wie vielen Jahren können diese Zwergzebus werden? Zwergzebu können bis zu 25 Jahre alt werden. Also die Bullen und die Kühe auch. Und ich sag mal, bis zum Alter von 15 Jahren können die eigenständig ohne fremde Hilfe Kälber bekommen. Und das ist schon wirklich beachtlich für ein Tier. Was zum Beispiel essen so die Zwergzebus? Weil Sie meinten ja, dass sie spezielle Äste sowas zeigen. Was für... Und die fressen Brennnesseln, Disteln, aber wie gesagt, normale Gräser, Weidenzweige, die knabbern an Büschen herum, fressen Schilf, fressen Ampfer zum Beispiel. Die Ampfer ist ja so eine Pflanze, die möchte man nicht gerne auf der Fläche haben. Ich sag mal, das bezeichnet man in Anführungsstrichen als Unkraut, die macht sich unheimlich breit. Wo die Pflanze wächst, da verändert sich der pH-Wert des Bodens und da wächst halt nichts anderes. Aber die Bullen, die fressen auch den Ampfer. Würden die geschlachten? Die schlachte ich auch. Wenn die ungefähr, ich sag mal so ab 3 Jahre, kann man die schlachten. Ja. Muss ich aber nicht. Wenn sie mir ins Herz gewachsen sind, verkaufe ich sie auch als lebenden Tiere. Bist du, wie viel Kilo wird so ein Zebu? Also so ein ausgewachsener oder so ein Zwergzebu? Also so ein Bulle wiegt so in dem, der große zum Beispiel, der ganz linke mit den großen Hörnern, wiegt ungefähr ein bisschen über 400 Kilo. Das ist ziemlich wenig eigentlich für ein Rind. Aber es ist halt ein Zwergrind, von daher der Name. Was macht Ihre Tiere denn so besonders? Der Charakter. Wie beim Menschen auch, die sind halt super umgänglich. Also ich kann mich auf die Bullen, kann ich mich draufsetzen. Ohne dass sie quasi rumspringen wie ein Rodeo-Pferd. Und wenn sie dazu noch am Rücken gekraut werden, dann machen die alles, was ich mit ihnen will. Also alles, was sie wollen oder was ich von ihnen will. Und normalerweise ist es so, wenn ich einen kleinen Apfel habe und sie rufe, kommen sie ja so im Schweinsgalopp zu mir. Und das ist halt einfach toll. Das muss man erstmal in der Tierwelt suchen. Findet man eigentlich... Nur war Zwergzebus. Viel Dank, dass Sie uns die Fragen beantwortet haben. Und jetzt gehen wir zurück in unsere Sendung. Danke, Emina und Julia, für diesen spannenden Beitrag. Jetzt kennt ihr auch Zwergzebus. Ich darf für unsere Schlussrunde Gesche, Dagmar, Jürgen und Freyak auf die Bühne bitten, dass wir uns nochmal gemeinsam überlegen, wie kriegen wir Jugend stärker für Umweltschutz an den Start. Die jahrelange Tatenlosigkeit beim Klimaschutz sollte meines Erachtens beendet werden. Und deswegen sind wir mit der Werkstatt Zukunft heute zu Gast in der Oberschule Rodenkirchen in der Wesermarsch. Jugend stärkt Umweltschutz. Wie klappt eine umweltgerechte Landwirtschaft? Das haben Schülerinnen und Schüler gefragt. Ich glaube, Jürgen Freyak hat dir diesen Stuhl extra zugedacht. Gesche, nochmal gefragt, wie kriegen wir junge Menschen nochmal aktiver ins Handeln? Du hast eben schon so ein paar Vorschläge gemacht, aber wenn du jetzt diese Sendung Revue passieren lässt und auch die Beiträge dir angeschaut hast, ist dir noch zusätzlich was eingefallen?
Naja, man kann natürlich bei allem, was man im Alltag so kauft, mal kurz drüber nachdenken, brauche ich das eigentlich wirklich? Ist das eigentlich was, was ich in nächster Zeit wieder wegschmeißen werde? Oder ist das was, was ich wirklich benötige und auch länger haben möchte? Zum Beispiel bei Klamotten. Ich denke, da wird jeder mal was kaufen und diese Frage kann man sich vielleicht öfter mal stellen. Wolfgang, was ist dir noch eingefallen, junge Menschen stärker mit einzubeziehen? Naja, das, was hier läuft, das ist ja, denke ich mal, auch vorbildlich hier in Rodenkirchen. Und ich hoffe, dass andere Schulen auch Lust dazu haben, Ähnliches aufzubauen. Und ich hoffe auch, dass es hier in Rodenkirchen weitergeht in dem Sinne. Möglichkeiten gibt es genug, also auch sich zu engagieren, ist genug Möglichkeit. Und ich denke auch, wenn ihr Beiträge macht für die Zeitung, auch das ist eine wichtige Botschaft, die ihr weitergeben könnt. Oder Vorschläge oder ja, Fahrradtouren organisieren, ganz, ganz viele Geschichten mitmachen bei verschiedensten Organisationen oder auch mal bei den Moorfreunden nachzufragen, braucht ihr mal Hilfe? Wir kommen dann mal eine Woche helfen in den Ferien. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie sich auch junge Leute engagieren können. Und macht es nicht unbedingt alleine, in der Gruppe macht es häufig mehr Spaß. Wir haben das Schulpraktikum, wo wir meistens zwei Leute haben, auch bei uns auf dem Hof. Und ich denke, das ist eine schöne Sache, dort auch mal hineinzuschnuppern und sich auch auszuprobieren in der Natur. Eben auch mal in die Wälder zu gehen oder mal auf die andere Weserseite die Geest angucken. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Jürgen, Verwaltung aus der Landkreisverwaltung ist leider nicht hier. Die haben sich diesem Thema hier nicht stellen wollen, was ich erstaunlich finde, schon verwunderlich. Ich glaube, man kann auch nicht alles immer auf der Zivilgesellschaft beharren lassen und sagen, auch der Bürger, die Bürgerinnen, die machen das alles schon. Trotzdem die Frage, was kann so ein Organismus wie Schule auch leisten? Also wichtig ist, dass sozusagen Schule auch mit dem Ohr bei den Jugendlichen ist. Ich glaube nämlich, und das wäre auch mein Appell an euch, wartet nicht darauf, dass andere eure Probleme lösen, sondern das müsst ihr selbst tun. Wenn ihr merkt, es betrifft euch selbst, dann müsst ihr selbst aktiv werden und nicht darauf vertrauen und warten, dass andere für euch aktiv werden. Ich finde das ganz beeindruckend, was gerade zurzeit in den USA läuft. Nach dem Attentat in Florida, dass jetzt die Schüler aufstehen und sagen, wir wollen eine Veränderung. Das, denke ich, ist ein tolles Modell auch für euch, zu sagen, Umweltschutz, Klimaveränderung betrifft uns und nur wir können etwas verändern. Mein Appell an euch. Wollt ihr da mal applaudieren? Das ist ja ganz wichtig, was Jürgen gerade nochmal gesagt hat. Dagmar, könntest du auch so ein Hofpraktikum anbieten, wie das schon gerade Wolfgang gemacht hat für seinen Hof? Haben wir bisher noch nicht gemacht. Wir sind sehr klein und es ist so, ich sage immer, eine One-Woman-Show, die ich da mache. Aber gerne, wir machen Führungen auch mit Schulklassen, haben wir schon gemacht. Und wir haben einen offenen Hof. Unsere Tiere können angeguckt werden. Im Moment ist es ein bisschen schwierig, weil die afrikanische Schweinepest im Umlauf ist. Von daher sind wir da ein bisschen vorsichtig und die Leute können die Schweine nur von Weitem betrachten. Sie sind ja alle freilandlaufend, auch jetzt im Winter. Aber wir sind immer offen. Es kann jeder kommen, gucken, Fragen stellen, probieren. Also wir sind bereit. Freek, wie können wir das Thema Klimaschutz hier in der Schule noch ein bisschen stärker am Leben halten und vielleicht noch mehr machen? Irgendwie Blühstreifen anlegen als Beispiel? Ja, das ist tatsächlich vielleicht auch eine gute Idee, Blühstreifen. Ich betreue auch die Imker AG. Und da ist es auch, glaube ich, dass wir da demnächst nochmal gucken werden, wo finden wir hier in der Umgebung Flächen, die man im Prinzip durch Ausbringen geeigneter Saatgutmischung aufwerten kann, klimafreundlicher machen kann, insektenfreundlicher machen kann. Wir haben vorhin schon gehört, ein Drittel unserer Nahrungsmittelproduktion hängt an Insekten. Und da ist es dringend erfordert, dass wir nicht nur Honigbienen, sondern alle Insekten schützen. Und das unter Umständen dann halt auch durch Blühstreifen und Umgestaltung der Nahumgebung fördern. Ja, dann einen ganz, ganz großen Applaus für unsere fünf Gäste.
Die industrielle Landwirtschaft ruiniert nicht nur die eigenen Bauern, die Böden und die Artenvielfalt, sondern auch das Klima. Etwa 15% der Treibhausgase weltweit stammen aus der Landwirtschaft. Vor allem Viehzucht und Wald- und Moorzerstörung heizen die Atmosphäre auf. Seit dem Jahr 2000 ist die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe um satte 35% gesunken. Da stimmt doch etwas nicht, finde ich. Die Agrarpolitik vernichtet den Bauernstand und die Natur eben noch so mit. Schönen Dank, dass wir heute hier in der Oberschule Rodenkirchen in der Wesermarsch sein durften. Das war's mit Werkstatt Zukunft. Stellt die richtigen Fragen. Jürgen hat es gerade gesagt, kümmert euch um euer eigenes Schicksal und lasst euch das eigene Denken nicht verbieten. Das war's, macht's gut, tschüss.